Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, verehrte Gäste! Wir debattieren hier den Antrag der Bundesregierung, das Engagement der Bundeswehr in der Sahelzone, insbesondere Mali und Niger, zu verlängern. Wir sind seit 2013 in der Region militärisch aktiv. 5.000 Soldaten haben seither in diesem Einsatz dort gedient. Insgesamt hat das deutsche Engagement den Steuerzahler 4 Milliarden Euro gekostet. Und die katastrophale Bilanz wurde ja im Grunde auch eindrucksvoll vorgetragen. Ein Rohrkrepierer. Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Bundesregierung sagt in ihrer Zielsetzung für den Einsatz, es ginge um Frieden, Stabilität und Sicherheit. Nun muss die Bundesregierung zugeben, dass es heute mehr islamistische Widerstandsgruppen gibt in der Region als vor 12 Jahren. Und sie muss zugeben, dass es einen deutlichen Anstieg der Zahl der Anschläge gibt und auch der Menschenrechtsverletzungen, die gerade erwähnt wurden. Die Bundesregierung hat als Ziel angegeben, Wohlstand zu vergrößern und Perspektiven für Afrikas Jugend zu schaffen. Fakt ist, nach Angaben der Vereinten Nationen, dass die Anzahl der Menschen, die auf humanitäre Hilfe angewiesen sind, seit 2018 von 4,1 Millionen auf 6,3 Millionen angestiegen ist. Das ist in 4 Jahren ein Anstieg von 50%. Und die Bundesregierung hat immer Wert darauf gelegt, dass es dort rechtsstaatlich zugeht und demokratisch. Und erwähnt wurde ja schon der berühmte Putsch im Jahr 2020 im August. Die Bundesregierung war aber nicht sonderlich beeindruckt, hat den Einsatz dort nicht verändert, nicht abgebrochen, einfach weitergemacht. Und jetzt stellt sie sich hier hin, beklagt die Festigung einer Militärregierung und ausgefallene demokratische Wahlen. Was für eine Heuchelei, wenn man jahrelang die Soldaten ausgebildet hat, die für eine Stabilisierung dieser Militärregierung jetzt ihren Beitrag leisten. Und es kommt ja noch viel schlimmer. Der Chef der Militärregierung ist in den Jahren 2008 und 2016 in Deutschland bei der Bundeswehr ausgebildet worden. Sie selbst tragen die Verantwortung für die katastrophale Entwicklung in Mali, und das muss hier auch so deutlich ausgesprochen werden. Der Einsatz der Bundeswehr in Mali ist nach allen Kriterien, die Bundesregierung selber definiert hat, gescheitert. Aber die Frage ist, ob es dort überhaupt um Frieden, Menschenrechte, Wohlstand und Demokratie ging. Ich möchte mal Egon Bahr, den SPD-Politiker, zitieren, der mal gesagt hat, in der internationalen Politik geht es nie um Demokratie oder Menschenrechte. Es geht um die Interessen von Staaten. Und das scheint auch hier der Fall zu sein. Und die Bundesregierung lässt in ihrem Antrag ja im Grunde auch die Hose runter, jedenfalls zur Hälfte. Sie verlegt den Schwerpunkt der deutschen Beteiligung von Mali in den Nachbarstaat Niger. Niger, nach Zahlen der Vereinten Nationen, das am wenigsten entwickelte Land der Welt, und zugleich ist es doch reich. Es ist nämlich reich an Uran. Es ist die sechstgrößte Uranfördernation der Welt. Seit 1971 wird das Uranvorkommen in Niger von französischen Staatskonzernen ausgebeutet. Derzeit oder aktuell importiert Frankreich ein Viertel ihres Urans aus Niger, um den Durst und den Hunger der heimischen Atomkraftwerke zu stillen. Aber dieser Uranabbau, der hat eben auch seine Folgen. Denn die Abbaugebiete überziehen das Land der Tuareg fast vollständig und erzeugen dort Widerstand. Es kommt zu massiver Umweltverschmutzung, zu Krankheiten, zu verstrahltem Brunnenwasser und vor allem auch zu Austrocknungen und Ausdürrungen. Und wenn Frau Baerbock sich zuschalten lässt aus Niger und sagt, es liege an der Klimakrise, dann sagt sie nur die halbe Wahrheit. Die andere Wahrheit ist nämlich, dass das fossile Grundwasser benötigt wird für den Uranabbau. Das alles sind die Fakten. Wir haben uns hier zum Handlanger. Kommen Sie bitte zum Schluss. Ich beeile mich. Wir haben uns hier, die Bundesregierung hat Deutschland zum Handlanger französischer Interessen in der Sahelzone gemacht. Das ist keine wertegeleitete Außenpolitik, das ist dumme Außenpolitik. Wir wollen Außenpolitik im deutschen Interesse, und deswegen lehnen wir diesen Einsatz ab. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit.